Oh, hi und willkommen, mein Name ist AdiRollP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ja, immer noch hier im Schloss Dracula, oder wie auch immer das Ding heißt in Castlevania. Da unten ist noch Akuma, den ignorieren wir mal gekonnt. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Wir schauen natürlich immer noch Simon und ja, hier war der nächste Gegner. Ich möchte aber kurz ein paar Geister hier evolvieren. Und zwar mal wieder ein paar neue, glaube ich. Ich glaube, er ist neu, ne? Machen wir mal. Ich hoffe natürlich, er ist neu. Naked Snake wird zu Big Boss. Ich glaube, den hatten wir auch schon. Dreck. Mann, ich weiß das doch nicht. So, er ist jedenfalls neu, Selgius. Und wenn er sich zu das entwickelt, was ich denke, ist halt ein riesiger Spoiler für Fire Emblem Radiant Dawn. Und ja, das ist ja der Schwarze Ritter. Das ist ein riesiger Spoiler eigentlich für das Spiel. Und die packen das hier einfach so rein. Ja, was soll's? Wie viele Dinger brauchen wir hier noch? Wir haben erst 19. Ich weiß nicht, was wir als nächstes hier lernen wollen. Ich glaube, das hier, ne, Metallschreck, Smash Vergifter, Erb. Ich glaube, da tun wir uns. Aber erstmal machen wir alles fertig, was uns in den Weg kommt. Level 2. Gegner heilt durch Schildeinsatz. Hey Richter, was geht? Komm her. Beiden sind so klein, oder bilde ich mir halt nur ein? Mein Gott, ich scheine irgendwie die Schilde von allen irgendwie so schnell zu durchbrechen. Wo kommt das? Habe ich irgendwie im Wissensbaum irgendwie was? Was habe ich denn als letztes geholt? Keine Ahnung. Aber irgendwie scheinen jetzt meine aufgeladenen Smash-Angriffe jedes Mal irgendwie die Gegner zu stunnen, wenn die ein Schild aufrecht haben. Irgendwie krass ist. Da nennt so eine Kette, das ist eine Kette. Ach man, ich hätte meiner getroffen. Okay, weiß nicht, wieso es auf einmal so einfach ist. Ich meine, damit 1 und 2 Gegner sind halt, aber trotzdem. Was habe ich denn ausgerüstet hier? Heilung, da hat doch nichts mit Dingen zu tun. Was habe ich denn als letztes noch mal geholt hier? Da werde ich allgemein stärker, wenn ich irgendwie mehrere Sachen hier hole. Oder das hier, das kann auch sein. Ne? Das habe ich dauerhaft eine. Oder das hier, ne, das habe ich als letztes geholt, genau. Keine Ahnung. Wir machen das mal weiter hier. Habe ich. So, und ich will mal sehen, ob das, was ich rausgefunden habe, stimmt. Und das ist jetzt da runtergefallen, glaube ich. Gut, dann machen wir erstmal hier. Okay. Und jetzt? Was? Ich kann gar nicht nach links laufen, merke ich gerade. Hier kann ich auch nicht nach links laufen. Hier kann ich nach links. Okay, was? Damit ich muss hier durch. Nee, kann ich nicht. Was? Will ich machen? Halt. Okay. Ich müsste das Ding umdrehen. Dann geht das Ding direkt nach oben. Ah, ich kann hier. Boah. Ja, jetzt sehe ich. So, das bringt nichts, glaube ich. So, machen wir den kaputt.
Dann machen wir das kaputt. Machen wir alles kaputt. Zahn ist verbrochen und einen neuen Weg offenbart. Oh, jetzt kann ich gar nicht mehr den Hebel da oben. Ich kann ihn gar nicht mehr betätigen. Das ist immer so leise. Ich höre das nicht. So, Werwolf, komm. Gegnerische physische Angriffe sind stärker. Ich habe keinen Bock, meinen Geist jetzt zu ändern. Werwolf. Der ist irgendwie größer, oder bin ich mir noch ein? Der hat da zurückgeworfen. Von den ersten Kämpfen waren das so einfach. Dieser Pisser. Da schon wieder. Boah, das gibt's jetzt einfach nicht. Ich will bei euch Gegnern hier nicht so lange. Ey, jedes Mal, wenn ich irgendwas werfe, dann setzt ihr direkt sein Schild ein. Boah. Den hatte ich noch nicht, cool. Gibt doch nicht jedes einzelne Mal, wenn ich was geworfen habe, hat der immer sein Schild aktiviert. So, gucken wir mal. Boom. Ich glaube, da oben links ist schon der Boss, ne? So, Robin. Nach all den Angriffen, ne? Und er hat nur 9%, das kriege ich irgendwie nicht auf die Reihe. Oh, ich habe dein Feuer gepeitscht. Was machst du jetzt? Oh nein. Wow, du bist. Start. Na gut. Warum kann ich mein Dings nicht einsetzen? Meine Flasche. Ich kann meine Flasche nicht einsetzen, was soll das? So, jetzt. Springen sie die ganze Zeit über mir, ne? Tschüss. Nein, Finger weg mit dem Teil. So, sehr gut. Sehr gut. Tschüss. Ausgepeitscht, Mann. Robin kämpft nun mit. Da rein. Boah. So, was mich jetzt wundert. Kann man euch dahin, okay. Dann müssen wir halt weitergehen. Alucard, Level 4, natürlich. Trophäen machen ja das Leben schwer. Oh nee. Die Helfer-Trophäen sind auch nicht mehr so stark. Ich hau die schon mit zwei Schlägen weg. Also. Ah ja, Alucard ist eine Helfer-Trophäe, stimmt. Der ist schon jetzt beinahe weg. Tschüss. Der ist schon weg.
Das ist eigentlich ziemlich brutal, was der alles an Sachen werfen kann. Ey. Du kannst ja wirklich auf jede Bewegung kannst du damit reagieren, mehr oder weniger. Der Panzer. Aua. Oh. Torte oder Kuchen oder was ich da war. So B. Au. Wir brennen beide. Da sind wir beide einfach nur so heiß. Ja. Warum deine Fähigkeiten einsetzen, wenn du... Warum deine Peitsche einsetzen, wenn du so ein blöde Knarre einsetzen kannst? Ach ja, ich kann ja zweimal meine Dinge einsetzen. So, entweder fliegst du jetzt raus oder gleich. Ist mir eigentlich egal. Okay, jetzt. Schön. Schwertangriffe plus. Sehr gut. So, ist da irgendwas noch? Nee, ne? So, was ich mir gedacht habe, ist, das Ding kann man umdrehen. Dann geht die Kugel nach unten. Aber wird es ja irgendwie auch nicht bringen. Wozu ist das Ding hier? Was kann hier drauf schießen? Ich meine, das Ding wird ja nicht umsonst da sein, oder? Das konnte man ja mit dem Hebel umdrehen, ne? Aber wozu? Da macht das Ding ja kaputt, ne? Also nehme ich mal, man muss... das ist... Oh mein Gott, boah, bin ich blöd. Jetzt sehe ich das Ding auch erst. Boah. Okay, gehen wir mal runter. Akuma müssen wir auch noch erledigen. Fällt mir gar ein. Weil jetzt sehe ich erst einmal mit dieser einen Kanone da drauf schießen kann. Boom. So, jetzt kommen wir da oben hin. Da war auch ein Kämpfer, ne? Ja. So, lass mich da aber noch umdrehen. Vielleicht passiert ja noch irgendwann, wenn man das. Haben wir schon von Anfang an gewundert. Was passiert eigentlich? Was muss man hier machen? Ich meine, das Ding kann man ja nicht umsonst hier umdrehen, ne? Jetzt sehe ich erst. Oh. No. Aber, warte mal. Verdammt, ich muss Akuma erledigen, um. Ah, Dreck. Gut, versuchen wir das. Werden wir schon schaffen irgendwie. Was kann er alles? Akuma, Spell, gesenkte Sprungkraft für alle. Ich kann einfach nur Zeugs auf den werfen, komm. Ich mache auch viel Schaden, also ich wollte gerade ausweichen, jetzt gemerkt habe, das ist nicht gut. Boah. Wenn ich den mal treffen würde, das wäre richtig gut, weil wenn der mich einmal trifft, dann ist vorbei. Er macht aber auch Schaden, ey. Komm her, das bringt ihn sowieso nicht um, das ist ein Problem. Komm her. Da habe ich diese Angriffe nicht hochheilen. Aber ich kann ihn einfach blocken. Stimmt. Oh nein, mein Dings. Oh Gott, komm. Auch. Oh, ja, okay, komm, das schaffen wir. Komm, das ist... Ich muss nur halt ein bisschen vorsichtiger sein, ne? Ich heile mich durch meine Schilde und all sowas. Da habe ich nur nicht treffen lassen. Ah, sehr gut.
Aua. So, komm. Geh weg. Geh weg, habe ich gesagt. Nein. Was? Ich dachte, er ist ja zurückgeschlagen, aber das ist ja ein Bumerang. Nein, Mann. Oh. Nur zwei Sachen. Nein. Ich hoffe, da auch noch ein. Gut, komm. Heim mich bitte hoch. Oh nee. Nein. Nein, 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 nein. Komm, lass dich doch vor irgendwo treffen. Danke. Oh. Ja, Akuma haben wir bekommen. Ich ja keinen Effekt hat, ne? So, was witzig ist, ich glaube nicht, dass Dracula, gegen den wir höchstwahrscheinlich kämpfen werden, ja, schwieriger ist. Kennen. Dracula ist ja der Boss. Ich glaube, wir stehen genau vor dem Boss. Ich glaube nicht, dass der stärker ist als das hier. Wie Katze. Ich höre aus einer Katze. Hilfe. Natürlich bist du halt einer. So, ich habe gehört, du magst Feuer. Aber ich denke immer, die tun das Ding wieder zurückschießen, wenn er zurückkommt. Weil dann merke ich auch, ja, ich lasse einen Boomerang. Oh Gott, du magst Feuer hier. Was ist das? Ah, die gibt es einfach nicht. Aber Spaghetti, glaube ich. Jawohl. Boom. So. Geisel alles Bösen bin ich. Schon auf dem Bildschirm. Gut, dann gehen wir noch da rein und hauen Dracula platt. Dann sind wir ja fertig, ne? Meine, wir sind ja fertig, ne? Kann natürlich sein, dass irgendwo noch Kämpfer so versteckt sind oder so, ne? Aber sehe ich dann halt nicht. Aber alles, was wir hier sehen, ist bisher bekämpft worden. So, dann auf. Können wir irgendwas holen, was uns was bringen könnte? Vector, Reflektor, Smash, Ladeschutz. Sparen wir auf das hier, ne? So. So, wir nehmen das Heilungsding, weil ich glaube, das bringt es am besten. So, Dracula ist nicht so stark, nur der hat zwei Formen halt. What? Die Monster, you don't belong in this world. Ich müsste, glaube ich, eigentlich Richter spielen für diesen Kampf, aber den habe ich ja noch nicht, ne? Oder? So, ich habe mich einfach hoch. Ich bin hier, Mann. Ich hätte eigentlich angreifen können, was mache ich hier?
Warum kann ich das nicht blocken? Ah, sehr gut. Der Heilschild ist richtig gut. Ja, denkt sich, oh geil, ich habe mich voll geil, danke. Ich glaube, die Bosse sind jetzt nicht mehr ein Problem, ne? Irgendwie überhaupt nicht mehr. So. Ja, ich könnte, man könnte ja meinen, ihr würde mal Dings kommen hier. Hier ist Dracula-Thema, das einzige, das ich kenne. Oh nein. Au. Der geht mir jetzt, pass auf. Ich bin auch am Blocken, Mann. Ich lasse das nicht eine Sekunde den Blocken-Knopf hier los. Und trotzdem. Okay, ist gut. Ganz um aufhören, mich mit jedem Angriff hier zu treffen. Er trifft mich ja echt mit jedem Angriff. Na komm. Oh Junge. Komm. Bist du hat. Boah, das war knapp. Da habe ich gesagt, die Bosse sind nicht mehr so schwer. Nicht, wenn ich mich die ganze Zeit hier so treffen lasse, ne? Dracula auf Level 99 Evolution möglich. Dracula, zweite Form. Okay, ich dachte, der entwickelt sich zu denen dann, aber anscheinend nicht. Und das war eine Menge Lernjuwelen. Cool. So, noch eine Dungeon-Welt, was auch immer, abgeschlossen. Cool. So, wir haben bis jetzt alles erledigt, was uns in den Weg kam. Finde ich gut. Es bleibt nur noch eine. Also, falls da oben irgendeine ist, weiß ich nicht. Okay, ich wollte schon sagen, tun wir mal bitte eine Abkürzung schaffen. Nicht den ganzen Weg nämlich hier zurücklatschen. Cool. 87. Verdammt. Gut, haben wir ja alles abgeschlossen. Hoffe ich. Dann auf zum nächsten. Was? Jetzt will ich jetzt den Hebel dann noch umstellen, ey. Ja, super, ich komme ja gar nicht durch. Boah. Ich muss trotzdem den langen Weg machen. Ja, was hat denn für ein? Geile Abkürzung, ey. Das kann ich trotzdem hier lang gehen. Hey, einen Moment mal, wie komme ich denn jetzt zurück? So, boah. Okay. So, raus hier. Wir haben das schreckliche Monster, das nicht in dieser Welt, das nicht in dieser Welt sein darf, erledigt. So, hier haben wir, ich, auch schon alles kaputt gehauen. Also gehen wir zum letzten Dingen. Und zwar hier. Und ja, tun wir jetzt für die paar Minuten noch Simon spielen, ne? So, da sind zwei Gegner. Zwei Gegner. Im Moment. Ja. Und wie es dann weitergeht, keine Ahnung. Aber ich, bestimmt nicht auch noch was kommen, oder? Amy.
Ein Hammer schwingt den Kammer um einiges länger. Lauftempo für Gegner. Ja, versuch mal. Einer Zeug, dass ich auf dich werfe jetzt. Was passiert jetzt? Ja, toll, mein Hammer geht kaputt, ist klar. Und ich kann ihn jetzt nicht loslassen, geil. Was ist das? Gut. Jetzt war ja wieder, ich weiß nicht. So, vier Dinger, genau so viel brauche ich gerade für Metallschräg. Aber Metallcheck brauche ich eigentlich jetzt nicht. Ja, vielleicht werden wir ja auch stärker, wenn wir einfach nur... Ach komm, was willst du denn? Vielleicht werden wir ja auch einfach nur stärker, wenn wir die Sachen so holen, ne? Smash-Vergifter und Luftangriffe ist eigentlich beides gut, aber ich muss noch viel erledigen, bis ich das kriegen kann. So, wer ach da, muss schon sagen. Nee. Mach mal das hier noch Pandora, kein Ding. Verbinde ich mit einem Com-Spieler. Ja, wer meint, hat zu zweit gegen Pandora gekämpft, genau. Ach man. Ah, okay. Pandora, die ist heiß, wenn die als wenn sie sich verwandelt. Oh, okay. Was haben wir denn hier noch alles? Sollen wir erstmal die Geister oder die Hand erledigen? Ich glaube, wir müssen sogar die Hand erledigen. Ja. Machen wir halt noch. Ist ja jetzt auch kein Problem mehr. Ich hätte Crazy Hand oder Meister Hand alleine schon irgendwie mal Problem waren, aber hätte man jetzt ja. Und ich habe auch einen perfekten Charakter für den. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich war wegen den Explosionen. Also, da war ja schon wieder geil. Ah. Ja, versuchen wir jetzt noch mal. Ja, diesen Angriff kann ich nicht leiden, ey. Weil ich den nie treffen kann, aber ach, ey, das ist so was von. Ey, ich war doch anders umgedreht, Mann. Ich hasse es, wenn das passiert. Das ist mir so oft mit Gennendorf und mit Captain Falken immer passiert, mit deren Spezialangriff. Oh mein Gott. Mache doch jetzt nicht nerviger, als das eigentlich ist, ey. Ja, ich wurde getroffen, genau. Ist klar. Na, sehr gut, der trifft er noch. Sehr gut. Komm her. Stirb, Monster, du gehörst nicht länger in diese Welt. Okay. Hua. Das war einfach.
Gut, ne? Gut, alles klar. Boom. Dann gehen wir mal weiter. Wir sind 4 Gegner. Jemand da ganz oben wartet in der Welt auf uns, ne? Frosch und Schlange. Judge, okay. Vince, alles klar, machen wir im nächsten Part, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich allzu fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Super Smash Bros. Ultimate. Ciao!